Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen-Webinar. Natürlich mit Dirk Hilger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich wirklich, dass so viele wieder dabei sind. Bevor ich an den Dirk übergebe, viele von Ihnen kennen die Prozedur, müssen wir natürlich einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Handelsentscheidung treffen und bitte auf gar keinen Fall die Inhalte von dem Webinar als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja? Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das bleibt. Ich lasse es noch ganz kurz drauf, auch für die Aufzeichnung, und übergebe jetzt sehr gerne den Bildschirm an Dirk. Und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ist ja eine spannende Woche und mal gucken, was uns der DAX heute zu bieten hat. Bildschirm sollte da sein. Bildschirm ist da, wir sehen das Weiße Haus in Köln. Genau das. Es ist meine neues, ist mein neues Wochenendhaus. Das ist ja passt doch. Check. Kann man noch mal machen, ne? Dachte ich mir. So, gerade mal hier den Unrat beseitigen vom Tisch, bevor da wieder einer sagt, da liegt wieder Zeug rum. Nee. So, dann hier. Ja, habe ich auf jeden Fall mal schön vorbereitet, ne? Weil heute ist ja halt auch, wie du ja selber schon gesagt hast, so ein bisschen was los im Markt. Da könnte so ein bisschen was mehr passieren als sonst üblich. Sage aber erst auch mal an der Stelle hallo und herzlich willkommen hier zur Börseneröffnung mit FX Flat, meiner Wenigkeit und womöglich auch Live-Trading. Also bisher war es ja immer eigentlich bei diesem Webinar, aber schauen wir mal, wie der Markt hier gleich startet. Ich habe mir eigentlich noch so ein bisschen was zurechtgelegt, was ich noch irgendwie sagen wollte, so zu dem Wahlgeschehen heute, will es natürlich jetzt aber auch nicht übertreiben, beziehungsweise da halt unnötig in die Länge ziehen. Ich finde halt immer nur vielleicht mal eine Sache, was mir halt auch aufgefallen ist und vielleicht oder sicherlich vielen, die hier dabei sind, ja auch, da wird ja halt in letzten Wochen, Tagen da halt spekuliert, was passiert, wenn der gewinnt und was passiert, wenn der gewinnt. Man muss immer so ein bisschen, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, es wird für meine Begriffe ein bisschen zu viel mit versucht, mit ja, fundamentalen Argumenten das Ganze zu untermauern, ja, dass man da irgendwie so guckt, ja, so auf irgendwie das große Wahlprogramm und weiß der Kuckuck was. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich habe auch schon irgendwie die letzten Wochen, also vor 2 Wochen habe ich auch mal irgendwo einem Kollegen da halt irgendwo da was dazu geschrieben, so wie ich das Ganze halt so ein bisschen sehe und wo ich finde, man sollte es nicht außer Acht lassen. Und zumindest mal so der letzte Rückgang deutet so ein bisschen darauf hin, dass sich das bewahrheiten könnte. Also da gibt es ja zum Beispiel hier zum Beispiel so eine Statistik, die dann halt eben aussagt, dass es eigentlich so gar keine Rolle spielt, jetzt ob Demokraten oder Republikaner da halt irgendwie das Rennen machen so auf die langfristige oder mittelfristige Entwicklung, so ne, was die Performance von den Märkten während einer Amtszeit halt angeht. Das mag ja mittelfristig oder langfristig alles gut und schön sein, das heißt aber nichts jetzt in Bezug auf das, was jetzt hier passiert. Auch finde ich halt, ne, das würde ja bedeuten, wenn ich zum Beispiel sage, man hat überall irgendwo in den 4 Jahren durchschnittlichen Zuwachs von irgendwie 8% oder irgendwas war es halt. Und das heißt ja nicht, dass es nicht auch so laufen kann, dass es 7 Jahre runtergeht und ein Jahr wieder dann halt zurück auf null oder wie auch immer. Ne? Und da muss man immer so ein bisschen vorsichtig mit sein. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, und das hat überhaupt nichts mit meiner persönlichen Gesinnung zu tun, was jetzt Politik angeht, die ich auch, weil ich halte mich da halt eigentlich immer sehr neutral und versuche halt immer weder schwarz noch weiß zu sein, sondern immer zu gucken. So, was macht der eine richtig, was macht der andere falsch? Und es gibt, glaube ich, keinen, der irgendwie alles richtig und alles falsch macht. Und da ist so ein bisschen das, was der halt Kollege Trump halt hier ausgelöst hat in den Märkten, vielleicht nicht so ganz unwichtig, weil man sich da halt mal anguckt. Also der Dow ist halt irgendwie da gestartet bei irgendwo um die 18.000 vor 4 Jahren und hat halt so die größte Rallye fabriziert, die wir halt in den Märkten gesehen haben.
Und das heißt, letzten Endes das, was wir da halt sehen oder gesehen haben, ist ja so ein bisschen eher das, was die Wirtschaft, die Anleger oder wie auch immer darauf gebaut haben oder halt an Hoffnung reingesteckt haben oder wie halt auch immer. Und von daher halte ich es halt nicht ganz unwahrscheinlich, dass wenn jetzt zum Beispiel halt ein Biden halt hier das Rennen machen würde, dass dann halt genau diese Hoffnung dann halt auch wieder, wie soll ich sagen, letzten Endes in der Kursentwicklung dann auch wieder zurückgesetzt wird. Also das ist natürlich ein Szenario, klingt so ein bisschen heftig, aber so ganz unwahrscheinlich ist es halt nicht, ne? Weil wenn man sich halt mal anguckt, ist es ja auch überproportional, also von dem, was da prozentual passiert ist, die letzten Jahre, ist es ja halt, gab es ja in der Form halt noch nicht, ne? Und völlig egal, wie jetzt diese Kurse entstanden sind, ob das jetzt halt durch Fett war oder was auch immer, spielt da, glaube ich, irgendwie weniger eine Rolle. Aber es ist letzten Endes das, was man halt darauf gebaut hat. Und ich habe auch gestern Abend irgendwie mal so ein paar Nachrichten halt noch geguckt und auch von so ein paar Erklärbären, was die Börse angeht. Und wo man dann irgendwie sagt, ja, irgendwie so, dass halt jetzt vielleicht Biden das Rennen macht, ist schon eingepreist und so. Ich wäre da höchst vorsichtig mit. Also wir haben halt vor allen Dingen bei der letzten Wahl haben wir halt gesehen, vor 4 Jahren, das war eigentlich so der Auftakt zu dieser massiven Volatilität, die wir ja auch in den letzten 4 Jahren hatten, die davor ja auch nicht so war. Und ich glaube, das war die erste Tageskerze da halt, die auch dann irgendwie 1300, 1400 Punkte halt gewesen ist. Und damit ging das ganze Ding ja eigentlich erst los, ne? Und wie gesagt, die Gefahr ist so ein bisschen, wenn jetzt Biden das Rennen machen sollte, dass genau das wieder halt auf Anfang zurückgeht. Ne? Und weil das ist ja erstmal eine Blackbox. Und Trump hat jetzt zum Beispiel halt zumindest mal in welcher Form auch immer da halt das Ganze so ein bisschen untermauert und ja auch letzten Endes die Kurse, die in seiner Zeit entstanden sind, ja auch erhalten. Und von was Biden angeht, weiß man es halt nicht. Ne? Also es gibt natürlich da auch so ein paar Programme, die man, also was jetzt den Mittelstand angeht, zum Beispiel Steuerentlastungen und so weiter und so fort, die da halt natürlich auch irgendwo auf der Uhr stehen. Aber das ist natürlich, da ist noch ein riesengroßes Fragezeichen dran. Und deswegen glaube ich, tut man sich da ganz gut daran, wenn man lieber da irgendwie halt im Zweifelsfall eine Nummer größer denkt, was die Bewegungen angeht, als zu klein. Also mich würde das halt irgendwie gar nicht wundern. Und ich bin natürlich ja halt auch generell immer auch ein ganz großer Verfechter davon, irgendwie nicht zu viel zu denken, sondern zu gucken. Und bei Wahl hin oder her. Oder halt, ob es auch irgendwelche anderen News sind, Zinssatzentscheid und weiß der Kuckuck was alles. Letzten Endes vervollständigt sich eigentlich immer das Bild. Und das sieht momentan nicht gerade besonders rosig aus und könnte durchaus eine ordentliche Gegenbewegung halt nach unten vertragen. Und also, wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu arg ausführen. Wir machen jetzt hier erstmal nur Markteröffnung, weil das ist halt so generell mal meine Sicht der Dinge. Und vielleicht sagt ja der eine oder andere, ja gut, ich gucke mir das mal an und ziehe das mal in meine Überlegungen mit ein, weil so ganz unsinnig erscheint mir das irgendwie halt nicht, das auch mal von der Seite zu betrachten. Gut, so, das war das Wort zum Montag, hätte ich fast gesagt. Nein, Dienstag haben wir ja heute. Ich gehe jetzt mal rüber auf mein Bild und dann gucken wir uns erstmal an, wie das halt heute sich hier im Laufe des Tages gestalten könnte. Und was? Meine Kamera hängt immer etwas. Achso, ja, das ist nicht die Kamera, die hängt, das ist leider GoToWebinar. Das ist so ein bisschen ruckelig. Das kann das noch nicht so gut. Also, ich gehe mal aufs Bild, gucken wir jetzt erstmal, was die Eröffnung bringen könnte und dann kann ich ja danach nochmal versuchen, das so ein bisschen zu ergänzen und wo die Reise da hingehen könnte. Alright. So. Dann schauen wir mal. Oh, hier ist ein bisschen hell, ne? Hier vorne, aber gut. Das ist jetzt so. Also jetzt erstmal hier das Bild aus meinem Blog. Mein Kaffee ist leer. Habe ich irgendwie aber nicht wirklich aufgepasst. Also, da sieht man erstmal, es bremst da, wo es bremsen soll. Ich mache mal ein bisschen größer, fange jetzt erstmal mit dem DAX an. Das sieht ja alles, sieht ja gerade irgendwie mehr oder weniger identisch aus, die beiden. Und was ich halt am interessantesten gestern halt fand, war halt tatsächlich wirklich hier dieses Gap, was wir da halt haben, bei der 11.840. Also ich bin natürlich hier wie immer im Stundenchart unterwegs.
Das war natürlich halt nochmal so ein Ding, wo ich sage, alles klar. Das ist halt, also für die, die das halt noch nicht kennen, die orangen Linien, das ist so eine Geschichte. Ich versuche da halt wirklich so, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Händler sind, vermutlich zwei große Händler, die seit Jahren eigentlich irgendwie in einem festen Raster da halt unterwegs sind. Und es sind immer wieder die gleichen Punkte, die halt handeln. Und 11.840, ich habe ja auch dazwischen überhaupt nichts gehabt in dem ganzen Bereich von 11.589 bis da hoch. Und versuche mich dann halt auch genau an den Punkten dann halt auch zu orientieren. Und da hat man gestern halt schön gesehen, da gab es dann halt irgendwo ein Intraday-Gap, genau bis zu 11.840. Und dort haben dann halt die Jungs und Mädels, die das Ding halt hier machen, exakt dort auf den Knopf gedrückt. Und das zeigt mir zumindest mal, okay, genau diese Händlertruppe, wie gesagt, ich vermute, es sind wahrscheinlich zwei, scheint halt wieder aktiv zu sein. Das war auch bei der letzten US-Wahl so. Das war auch beim Brexit so und ist auch immer wieder bei Zinssatzentscheiden so, dass die genau dann halt hier ihre Punkte halt bearbeiten. So, und was wir jetzt halt sehen, ist halt hier über Nacht, also gestern erstmal der Anstieg, den muss ich jetzt nicht weiter irgendwie, glaube ich, großartig ausführen. Da hatte ich ja auch in meinem Blog gestern schon geschrieben, es sollte rauf und man sollte irgendwie nicht da auch nicht zu klein denken, sondern halt lieber ein bisschen mehr annehmen. Und das hier, was wir jetzt danach sehen, diese nach der 11.840, ist jetzt erstmal die Übertreibung, die wir hier haben aus Overnight. Und natürlich wäre jetzt das halt hier nochmal der nächste markante Punkt, dass wir dort halt zumindest mal aufsetzen und dann halt der Markt versucht, dann auch irgendwo das Gap zu verteidigen. Das wäre jetzt mal der erste Ansatz. Ich kann mal gucken, ob ich direkt hier rüberkomme auf den Handelsbildschirm. Gucken, ob das gelingt. Einmal umschalten, genau. So, ich habe die Linie natürlich wieder wie in jedem Webinar hier freigegeben im Live-Chart. Und dort kann man das halt auch sehen. Bin jetzt hier gerade mal im 5-Minuten-Chart unterwegs. Da oben ist aber irgendwas verstellt, sehe ich gerade. Moment. Ah, verdammt. Eine Sekunde bitte. Muss mal kurz hier auf Pause drücken. Nee, eigentlich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall habe ich hier irgendwas verstellt, scheint aber nicht weiter tragisch zu sein. So, also wie gesagt, im Live-Chart sollten die Levels entsprechend freigegeben sein. So, hier Kommentare habe ich natürlich auch im Auge, ne? Also passt auf mit euren Frechheiten, sonst gibt es gleich die passende Antwort dazu. Also hier auf der rechten Seite, ne, ist ja bei mir immer die Sortierung. Also ich habe halt hier mal den Stundenchart, hier den Tageschart. Und hier entsprechend den für den Handel. Das sieht aber schon so ein bisschen aus, als würden wir vielleicht einmal gleich kurz hoch und dann halt runter. Das kann man dann auch eventuell sogar versuchen, gleich mal mitzunehmen. Komischerweise habe ich heute Morgen irgendwie kein Orderbuch. Ist mir vorhin aufgefallen. Keine Ahnung warum. Aber gut. Gucken wir mal der Sache da umgehen. Also das wäre natürlich jetzt erstmal das Wünschenswerteste, ne? Dass ich jetzt hier kann ja auch hier auch mal einzeichnen lassen, dass er gesagt, hier die 11.840. Ach, jetzt haben wir ein Orderbuch. Aber irgendwie, ja, das war die kleine Bewegung nach oben. Irgendwie hängt das hier an, da, wo es nicht hängen soll. So, machen wir das nochmal aus. So, wäre aber jetzt halt schon plausibel, dass wir da jetzt einmal, vielleicht nicht zu früh, nochmal nach unten irgendwie gucken und dann auf die 11.840 drauf. Und da liegt ja auch wieder passenderweise mein Freund EMA 200. Und würde schon Sinn machen, dass wir da unten halt einmal drauf gucken und halt versuchen, das kleine Gap da halt auch zu verteidigen. So, 1 Minute ist um. Ah, ich glaube, das kann man schon mal machen irgendwie. Hoppla. Kann er hier ein bisschen sich zurückhalten mit der Size. Aber halt, das finde ich natürlich ein bisschen spät, hätte man natürlich auch eher reingeben können, klar. Wir haben jetzt auch hier so ein Cluster, so ein kleines, wo es natürlich schon sein kann, dass der Markt sich da halt
so ein bisschen ausbremst an der Stelle und dann halt nochmal ein Stück hochläuft. Aber das macht ja dann auch nichts. Und solange mich hier oben nicht gerade komplett abschießt. Also wie gesagt, bitte nicht einfach nachmachen. Ne? Es ist halt wie immer das Gleiche. Und weil ich ja halt immer unterwegs bin, sage halt, okay, wenn es der Punkt nicht war, dann nehme ich es mir an anderer Stelle auch wieder zurück. Und das kann man ja auch in der Facebook-Gruppe ja auch beobachten, dass das ja eigentlich auch fast immer gelingt. Und von daher ist das dann auch nicht weiter schlimm, wenn dann einer halt mal irgendwie daneben geht. Die ist zwar natürlich jetzt relativ lang hier, die 5-Minuten-Kerze, und hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit. So, ne? Also genau hier war halt auch das Gap an der Stelle und das natürlich auch dann nicht volle Positionsgröße, auch klar, ne? Weil sowas macht man dann halt eher in Form von einer Skalierung. Also wenn man das jetzt unbedingt da unten hin haben will oder unbedingt den Trade halt im Plus schließen muss, will, warum auch immer, dann würde man das eher so machen, dass man halt hier an anderer Stelle dann halt nochmal eine Teilposition reingibt und dann vielleicht auch noch zwei, dreimal. Und dann halt eben auch in dem Fall, falls es nicht gelingt, man dann halt irgendwie mit Null rauskommt oder halt mit einem kleineren Minus. Ne? Das ist halt das klassische Thema Skalierung. Und was ich ja schon öfters irgendwie auch mal in Live-Trading-Webinaren hier halt auch gezeigt habe und halt eben auch in der Facebook-Gruppe immer wieder. Aber dass er hier dran vorbeikommt, das ist halt wirklich so die Frage. Und vor allen Dingen ist natürlich auch die Frage, kann er das wirklich halt halten, wenn wir da jetzt halt hinlaufen? Ne? Und da kann man sich das mal angucken. Also hier war halt dieses kleine Gap. Mal kurz hier mal zusätzlich einzeichnen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist nicht zu fein hier alles. Da ist es die 816. Ein bisschen dicker machen, dass man es ein bisschen besser sieht. So, ne? Das war halt so der Bereich bis da unten hin. Das habe ich jetzt hier allerdings nicht freigegeben. Ja, ne? Da rennt er jetzt erstmal zurück. Das ist aber völlig okay. Natürlich noch ein bisschen Zeit. Das ist halt natürlich jetzt diesem Cluster hier geschuldet. Und kann natürlich sogar auch sein, dass wir mal kurz nach grün drehen und das halt erst später kommt. Das kann natürlich genauso gut hier passieren, jetzt ist klar. So, noch 1 Minute, bis die erste 5-Minuten-Kerze um ist. Könnte natürlich auch mal auf den M1 da drauf schauen, ja. So, ich habe hier irgendwie andere Werkzeuge als sonst am Start. Was habe ich das Empfinden heute mit dem Bild? Sehr ruckelig ist. Ja, das hängt immer so ein bisschen an dem. Also ich vermute mal, es liegt an den Servern von GoToWebinar. Also die kommen da halt nicht hinterher, ne, mit dieser Auflösung und vor allen Dingen halt dem, was da halt insgesamt an Content da halt eben drauf ist. Das ist schon denkbar. So, die ersten sind um die ersten 5 Minuten. Ja, treten wir erstmal auf der Stelle. Ist ja dann auch nicht ganz neu. So, aber es sieht ja im Moment erstmal aus, als hätten wir genau das Tief erwischt. Muss jetzt natürlich nicht sein, aber glaube ich eigentlich nicht. Also es wäre halt schon möglich, dass wir da oben halt nochmal irgendwie, dass wir kurz mal irgendwie drüber gucken. Und über die Eröffnung, bevor er dann halt nachher unten den Bereich dann halt auslotet. Aber wäre jetzt für mich trotzdem erstmal die erste plausible Richtung, weil das Ganze halt schon so ein bisschen steil da halt auch mit relativ wenig Volumen dann natürlich auch über Nacht entstanden ist. So, hier hängen wir jetzt an der VA, aber eben auch nur overnight entstanden. Von daher einfach mal in Ruhe lassen.
Hätte man natürlich jetzt hier oben schon skalieren können, ne? Aber das ist schon okay. Kann jetzt halt einfach sein, dass es so ein bisschen dauert. Ne? Also wir haben jetzt auch hier, sieht man ja auch so einen Außenstab im M1. So, der verzögert natürlich jetzt auch das Ganze wieder so ein bisschen. Gleichzeitig haben wir aber hier auch einen in die andere Richtung. Von daher haben wir jetzt hier auch natürlich erstmal eine potenzielle Range dann halt auch an der Stelle. Von daher völlig okay. Gut, ich glaube, den Daumen brauchen wir uns irgendwie gerade noch nicht anzugucken. Ich mache mal hier nebenbei mal auf, um mich da auch mal so ein bisschen zu orientieren, gucken, ob der nicht irgendwie komplett in die andere Richtung läuft. Weil dann kommt der DAX nämlich da meistens nicht wirklich klar drauf. Und werden wir mal sehen, aber macht er auch nicht, sondern stößt auch so ein bisschen an seine Grenzen. Und was halt hier auch auffällt, das ist eigentlich ein relativ simpler Ansatz. Ich meine, wir sind hier ja generell in einem Shortmarkt. So, und was halt hier unten im Daily, ich hoffe, man kann es erkennen, was da halt eben auch auffällt, ist, obwohl wir im Shortmarkt sind, haben wir hier halt eine ganz sehr, sehr kurze Korrektur, halt auch nur von der Tageskerze. Das ist eigentlich sowieso zu wenig. Also, egal was jetzt passiert, ich behaupte, das werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie unterbieten. Und da halt auch nochmal ein Stück weit tiefer fallen. Das wird so nicht stehen bleiben, auch wenn es jetzt vielleicht in der ersten Stunde möglicherweise so bleibt. Aber auf den Tag gesehen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das wäre schon ein bisschen strange, ne? Also gerade weil wir halt, ich meine, es ist nur korrektiv. Ich mache das mal hier gerade kurz groß, damit man das im Daily halt auch mal sieht. Es ist nur korrektiv. Es ist nicht jetzt irgendwie so buy the dip und kaufe, was das Zeug hält. Auch wenn wir noch ein Stück höher weiter laufen sollten, das kann alles nicht sein. Also nicht wirklich. Ne? Man sieht ja hier ganz deutlich, dass wir da halt oben von da oben halt massiv runterkommen und wir hier gerade mal in der letzten Tageskerze da mal so in Richtung von der Stelle gehen, wo halt eben die Eröffnung war von der letzten Abwärtsbewegung. Mehr ist das noch nicht. Ne? Das ist beim besten Willen halt nicht long, sondern ist halt hier erstmal korrektiv, vermutlich halt auch bedingt dadurch, dass halt recht viele Short-Positionen da halt wahrscheinlich aufgelöst wurden hier unten in dem Bereich, an dem Gap. Und mehr sehe ich da halt erstmal noch nicht. Und auch wenn wir hier Schieberei, gerade mal gucken hier nebenbei, kann mal zurückgehen, nicht, dass der jetzt hier unten durchfällt und ich dann halt verschlafe, das wäre natürlich auch blöd. Gehe ich gleich nochmal drauf zurück. Also hier sollten wir jetzt dann schon irgendwie spätestens dann um 15 eigentlich nochmal so ein bisschen was nach unten dann auch kriegen. Man kann natürlich die Position auch hier skalieren, ne, wo man halt sieht, so hier, es drückt halt erstmal weiter runter. Da ist ja jetzt nicht wirklich gerade einer am Kaufen. Kann man natürlich dann halt hier auch sagen, gut, habe ich mir oben angeguckt, die ganze Geschichte, dann gebe ich halt hier unten noch einen drauf. Aber unten Short ist halt immer so ein bisschen tricky, ne? Muss man halt dann schon selbst wissen. Also aber generell versuche ich das halt hier natürlich trotzdem halt mit der Tageskerze halt abzugleichen, eben halt vor diesem Aspekt, dass wir zu wenig Korrektur da nach unten hatten. Und die eigentlich schon noch ein bisschen länger werden sollte, kann man auch hier mal irgendwie einblenden, beziehungsweise eh schon da, hier unten haben wir die Future-Eröffnung, ja, bei 11.805. Das sind gerade mal 60 Punkte darunter. Bei der Vola, wie wir sie ja derzeit irgendwie gerne haben, wäre das jetzt auch nicht weiter tragisch, da mal kurz irgendwie zu gucken und dann halt mal kurz die Tageskerze auf Rot zu drehen, was auch immer dann danach passiert. Aber auch das wäre in Anbetracht dessen, dass wir hier Overnight ein bisschen zugelegt haben, jetzt auch nicht unbedingt so außergewöhnlich und neu. Also wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht gelingen sollte, hier zur Eröffnung, wir werden das heute noch sehen. Relativ sicher.
Man kann, was natürlich halt, da werde ich später mal drauf eingehen. Ich habe halt schon auch so eine Idee, was jetzt halt eben die ganze Bewegung halt heute hier im Tag halt angeht, wie sich das halt gestalten könnte. Und das Szenario sieht halt vor, dass wir eigentlich erstmal nur hochlaufen. Und das habe ich durchaus auf dem Schirm, deswegen übertreibe ich es hier unten auch nicht an der Stelle und wette jetzt auch nicht die Oma da drauf, dass wir das jetzt da unten machen, sondern es kann halt wirklich sein, dass wir erstmal nur nach oben laufen bis heute Abend und halt wie die Geschichte über Nacht dann halt entsprechend ganz anders auflösen. Wäre durchaus denkbar. So, den ziehen wir mal ein bisschen zu spät, aber ist okay. So, mal gucken, was da jetzt halt passiert, ob er wirklich da halt drüber geht, ob wir das halt hier in Grün beenden, die ersten 15 Minuten. Dann müssen wir hier tatsächlich erstmal wieder raus. Kann natürlich sein, ne? Deswegen, ich wollte gerade so ein bisschen später reingehen. Ich wollte nämlich eigentlich eher so eine kleine Übertreibung hier oben halt irgendwo abwarten und nicht unbedingt direkt jetzt hier an der Eröffnung dagegen halten, ne? Aber das meine ich halt generell halt eben mit der Skalierung. Also da wäre ich jetzt eigentlich am liebsten eigentlich gerne reingegangen und nicht schon hier unten. Gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, gehen wir hier einfach raus. Das ist natürlich ja auch eine kleine Position. So, mal gucken, wie die 15 Minuten jetzt hier endet. Sieht jetzt erstmal nicht anders aus als die Stundenkerze. Und das ist halt auch so ein Indiz, also was wir hier unten jetzt sehen, ne, hier vor dem Gap, vor der 840, das bestätigt eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir werden da unten heute nochmal hinlaufen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, wenn das jetzt nicht jetzt macht, weil sehr, sehr oft ist es so, dass man an solchen Punkten, wo halt einfach großes Volumen zu erwarten ist, ne, jetzt weiß man, warum ich da oben rein wollte und nicht hier. Wo halt großes Volumen zu erwarten ist, wenn es da kurz vorher bremst, geht es anschließend durch wie Butter. Das haben wir irgendwie schon tausendmal gesehen. So, mal gucken, da haben wir 9,13. Noch ist die Geschichte von der Eröffnung aus gesehen im Minus, aber das heißt ja auch noch nichts. Wie gesagt, ich wäre gerne hier oben reingekommen, dann wäre ich nämlich jetzt einfach auf Null und könnte jetzt erstmal sagen, gut, warten wir mal ab. Bin ich so halt leider jetzt nicht. War ich ein bisschen langsam gerade. Was ja auch nichts Neues ist, ne? Dass ich gerne mal hier erkläre und dann halt verschlafe, beziehungsweise halt zu spät auf den Punkt drücke, auf den Knopf drücke, auf den Punkt drücke, ja. So, wenn wir jetzt nochmal da hochgehen, dann will ich da oben auch erstmal rausgehen. Aber wir haben jetzt auch nur irgendwie so ein kleines Gip. Das heißt, da hockt irgendwie wohl auch. Entweder hat hier jemand Short aufgelöst oder tatsächlich wirklich hier punktgenau drauf gedrückt. Und da wäre es halt schon möglich, dass wir da nochmal hinlaufen und uns das dann halt auch nochmal bisschen genauer ansehen. So, mal gucken, ob das jetzt hier Sinn macht, das festzuhalten oder nicht. Ich fürchte fast nichts. 15 haben wir. Ja, die steht hier erstmal. Moment, schauen wir das hier mal um. Ja, die hängt jetzt nicht gerade hier irgendwie sonderlich bärisch da im Bild, sondern sieht schon so ein bisschen aus, als würden wir da einmal da oben durchballern. Aber wie gesagt, ne, wenn man jetzt hier mal annimmt, dass ich halt hier bis zu fünf, komm, machen wir raus, fünf Kontrakten halt, Quatsch, nicht fünf, sondern mit fünf Positionen, dann war das jetzt halt hier umgerechnet dann halt ein Minus von irgendwie 10 Punkten oder so. Das ist dann schon in Ordnung. So, hier kannst du jetzt natürlich auch nochmal bremsen, ne? Aber ich finde, es macht jetzt keinen Sinn, hier dran festzuhalten. Also nochmal, das hier unten sollte man sich unbedingt irgendwie merken, das wird nicht mehr halten. Wenn das nochmal kommt, wenn wir nochmal da unter die Eröffnung fallen, fallen wir da unten auch durch und drehen auch mindestens einmal die Tageskerze deutlich nach Rot. Da
wette ich drauf. So, da ich jetzt ja hier erstmal kurzes, kurzen Break jetzt sowieso erstmal habe, kann ich mal kurz irgendwie auch zeigen, wie das Ganze nämlich heute weiterlaufen könnte. Ich habe das auch mal vorbereitet. Und mal hier kurz zurück. Und zwar, ich glaube, den habe ich auch freigegeben, bin mir gerade nicht sicher. Ich habe mal hier die Verläufe mal eingezeichnet, die halt plausibel wären. Also generell, ne, hier haben wir jetzt ja die Eröffnung gehabt. Nee, habe ich gar nicht freigegeben. Ich kann das aber trotzdem hier mal machen. Also wer das Live-Chart Add-on drauf hat, auch ohne Lizenz, kann das jetzt sehen im Stundenchart. Und zwar wäre das Szenario halt das, dass wir einmal halt hier die Reise nach oben fortsetzen, ne, wie sie halt jetzt hier eingezeichnet ist. Ich würde da halt auch auf keinen Fall jetzt irgendwie zu früh da halt irgendwo schon wieder Short dagegen halten, sondern erstmal machen lassen. Und dass wir das Maximum von dieser ganzen Geschichte wäre tatsächlich hier oben der Bereich bei 11.000 ab 234. Klingt erstmal weit, aber ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das halt so kommen kann. Wir haben halt hier auf jeden Fall eine Zone, wo es nicht einfach durchgehen wird. Das heißt, wir werden es nicht einfach gerade so aus weiter steigen bis da oben hin. Das wird nicht passieren. Das sage ich mal so, ohne großartigen Konjunktiv zu verwenden. Einfach aus dem Grund, weil wir hier halt auch in der Vergangenheit, also damit meine ich jetzt nicht letzte Woche, sondern wirklich in den letzten Jahren, massiv Volumen immer halt hatten. Und die werden sich entsprechend auch da oben wieder versammeln. Davon kann man eigentlich ausgehen, wenn er jetzt dahin laufen sollte, was aber schon so ein bisschen danach aussieht. Hier haben wir natürlich auch nochmal einen kleinen Knick. Also jetzt fürs Scalping oder so ist das natürlich halt legitim, da halt nochmal irgendwo dann auch dagegen zu halten und dann halt vielleicht von da zurückzusetzen auf die 906. Ja, da sieht man halt hier, ich habe das mal ein bisschen gröber eingezeichnet an den einzig vorhandenen markanten Stellen. Das wäre halt schon denkbar, dass wir da oben halt jetzt noch mal irgendwie, das ist natürlich jetzt nicht ganz genau, ne, aber so in dem Bereich 11.144, mal gucken, warum es jetzt hier nicht aktualisiert hat, kann ich auch mal hier einzeichnen, freigeben. Also muss man leider so ein bisschen raten. Das ist jetzt nicht so eine genaue Marke, sondern halt einfach nur, wo es im Scalping Sinn macht, auch mal wieder irgendwie. Hoppla. Na komm schon. Also irgendwie möchte er meine Alt-Taste nicht. So, da ist es doch. No. So, weil wir halt einfach dann halt hier auch schon mal Gegenbewegung hatten. Also das ist schon denkbar, ne? Dass wir dort halt jetzt auch nochmal ein paar Punkte dann auch kriegen. Das kann schon sein. Da muss man jetzt mal angucken. Halt, das wäre halt so ein Thema jetzt für die Knoppers-Fraktion um 9:30 Uhr. So, aber generell, was halt denkbar ist, also wir einmal bis da hochlaufen, finde ich schon sehr, sehr wahrscheinlich in dem Bereich. Also nur hier bis zu diesen Supports an der Stelle. Das beginnt dann entsprechend bei 12.065. Nächster Volumenpunkt, der halt eben ähnlich gehandelt wurde wie die 11.840 bis die 12.113. Die sollte man dann schon auch irgendwo einplanen. Vielleicht auch nicht unbedingt im ersten Rutsch. Hier oben sollte es eng werden entsprechend. Wird es eng werden, behaupte ich. Und da wird es auch nicht ohne weiteres drüber rausgehen. So, wenn aber jetzt heute Nacht als Beispiel ein Impuls kommt, und ob der nun heißt, ja, der hat gewonnen oder der hat gewonnen, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Der Markt wird ja sowieso halt in der Form reagieren, wie sich einige das ausdenken, ob das dann jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber dann wäre es schon denkbar, wenn wir jetzt wirklich am Stück da weiter hochlaufen und das Ganze bei schlappem Volumen. Und ohne nennenswerte Rücksetzer. Das ist halt auch immer ganz wichtig, weil Rücksetzer bedeuten ja halt auch immer, dass ja auch größere Positionen die Möglichkeit hatten, in den Markt halt wieder besser reinzukommen. Wenn es aber nur am Stück nach oben geht, kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass es halt letzten Endes nichts anderes als ein Squeeze ist, ne? Auch wenn der sich ein bisschen länger hinzieht.
Aber das haben wir halt auch gesehen, als der Markt wieder versucht hat, irgendwie über die 13.000 zu laufen. Das war ja auch eine ganz merkwürdige Bewegung, die ich ja auch mehrfach beschrieben habe und gesagt habe, das funktioniert so nicht. Also ohne Rücksetzer, ohne Volumen steigen klappt nicht. Und das Ergebnis haben wir jetzt ja dann auch gesehen, dass es so heftig dann gleich kommen würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, so war es dann halt. Und so ist es halt auch eigentlich immer. Und deswegen ist es da halt schon wichtig, drauf zu gucken, dass beziehungsweise wie der Markt dahin steigt. Ne? Also laufen wir jetzt hier als Beispiel direkt schon mal durch und hier gibt es keine Rücksetzer, schon da schon nicht. Dann halt hier oben auch nochmal und dann kriegen wir das später und zwar dann alles am Stück. Und deswegen, wenn es jetzt so wäre, dass der Markt jetzt wirklich ohne weitere Rücksetzer bis da oben hin steigt, das wäre natürlich das Premium-Szenario, dann würde ich, glaube ich, heute Nacht um 1 Uhr da oben meine Oma verkaufen, weil dann wird das nach aller Wahrscheinlichkeit wieder genauso runterkommen und wird halt auch hier unter die 840 von da oben anlaufen. Und zwar dann halt genauso am Stück, weil dann ist das Ganze halt einfach nur billig hochgekauft und letzten Endes nur dazu, um dann entsprechend halt teuer alles Mögliche abzuverkaufen und auf der Strecke dahin die ganzen Bären mit zu überfahren. Und entsprechend halt die Position halt gut eindecken zu können. Das haben wir, ja, die arme Oma, ne? Aber das sieht man halt einfach super oft, ja, und dass solche Anstiege halt nicht funktionieren. Und deswegen, wenn man manchmal solche Dinge hat, wo es dann heißt, ja, heute ist irgendwie Long-Only-Tag, wie oft hat man das schon gesehen, dass nächsten Tag oder dann 2 Tage später der ganze Berg wieder abverkauft wurde. Und den Anstieg, wie gesagt, wie man vor 3, 4 Wochen halt hatten, da habe ich ja mehrfach was zugesagt, das funktioniert nicht. Das heißt, hier oben war natürlich jetzt der markanteste Punkt, jetzt mal rein vom DAX her, ne, wo er dann halt auch die stärkste Bewegung dann halt auch eingesetzt hat, beziehungsweise eigentlich fortgesetzt, eingesetzt hat das Ganze ja eher hier in dem Bereich. Aber da war halt die Fortsetzung. Im ärgsten Fall wäre natürlich auch hier noch eine Übertreibung möglich bis zu 400. 10 wird man sehen müssen, aber passt irgendwie im Daily nicht mehr wirklich zusammen. Kann ich aber auch gleich mal nochmal drauf eingehen. So, ich mache jetzt hier erstmal nichts, ne? Ich warte dann noch, weil, wenn man sieht, der schiebt sich ja gerade mal noch nach oben, soll er jetzt erstmal machen. Und würde jetzt mal gucken, dass wir da halt um 9:30 Uhr dann halt vielleicht nochmal eine Position dann halt reingeben. So, spannender ist natürlich halt der DAU. Da habe ich ja halt am Freitag oder wann es war, Donnerstag schon gesagt, 26.140. Da sollte es bremsen und man sollte auch durchaus mal 1.000 Punkte nach oben einplanen. Die haben wir jetzt auch schon. Das wird aber noch nicht mal reichen. Also wer hier Long gemacht hat, ne, Glückwunsch. Das hat ja mit den 1.000 Punkten recht gut und vor allen Dingen recht schnell jetzt ja auch schon gepasst, die er da halt nach oben sollte. Hat vor allen Dingen halt hier im zweiten Anlauf super sauber dann am Freitagabend nochmal abgeholt. Und wir sind, ich meine, wir haben heute Dienstag, ja, und das hier war Freitagabend, man sieht es nicht doch, ich bin nicht im Bild, nee. Das war Freitagabend irgendwie 21 Uhr oder 20:30 Uhr oder irgend sowas, wo der hier unten hingedippt ist. Das heißt, das sind noch nicht mal 48 Stunden. Und wir haben schon 1.000 Punkte. Ne? Das ist also schon recht heftig. Und da, wie gesagt, ich habe es eh gesagt, also nicht zu früh Short dagegen halten. 1.000 Punkte, kein Problem. Trotzdem halte ich es aber immer noch für korrektiv. Und wenn der Markt jetzt auch hier genauso weitergeht, dann könnten wir tatsächlich da oben nochmal reinlaufen. Hatte ich im Blog auch schon erwähnt, 27.666. Durchaus möglich, dass wir hier in dieses Cluster auch nochmal reinschippern werden. Also da ist natürlich halt auch, da sieht man halt relativ deutlich, dass halt hier, das ging ja schon eine Zeit lang, ja, bis das halt hier entsprechend da unten reagiert hat und die Bären sich da durchgesetzt haben. Und das heißt, hier in diesem ganzen Zwischenfeld ist nicht viel. Ne? Klar haben wir hier so ein paar Punkte, wo es dann halt mal irgendwie zum Stillstand gekommen ist. Aber so wirklich viel passiert ist da halt nicht. Das ist eigentlich schon eher da oben in dem Bereich. Von daher
halte ich es schon auch für machbar, dass im Falle von der Übertreibung wirklich bis da hochlaufen, quasi bis knapp vor die 28.000 und wir dann entsprechend halt nochmal runter. Und zwar ganz. Und das ist halt so, was man, finde ich, für heute Abend ruhig mal auf dem Schirm behalten darf. Ich habe ja schon irgendwie auch im Blog geschrieben, eventuell, ich gucke mal, wenn sich das Ganze jetzt wirklich so darstellt über den ganzen Tag und wir so einen Anstieg kriegen, dann werde ich wahrscheinlich wirklich heute Nacht um Mitternacht einen Livestream machen und mal gucken, ob man das dann nicht wirklich auch vernünftig handeln kann. Könnte sein, ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, aber das ist es ja nie. Aber das würde zumindest mal bedeuten, dass die Idee zur Hälfte bis dahin schon mal steht und dann fehlt eigentlich nur noch die Vervollständigung von dem Ganzen. Aber mal gucken. Wie gesagt, Volumen wird man so ein bisschen im Auge behalten müssen bis dahin. Aber das kann schon so sein. So, jetzt gucken wir hier mal gerade 44. Gleich haben wir 3 Minuten, noch 3 Minuten bis zur 9.30 Uhr. Und dann mal gucken, wie der damit umgeht. Und auch vielleicht kann man das ja nochmal machen, beziehungsweise vielleicht können wir dann auch hier unten bei der 906 sogar auch nochmal long rein. Ne, weil jetzt hier irgendwie blind short ist ein bisschen schwierig. Sollte man sich überlegen. Ah, zumindest sieht man jetzt hier halt mal, dass es ja keinen Sinn mehr gemacht hat, ne, da jetzt auch irgendwie weiter dran festzuhalten. Was ist denn das hier für eine schräge Linie? Kommt die denn gerade her? So, 44 haben wir gesagt, ne? So, Trend, das gibt es hier nicht drin. Ah, das haben wir doch, ne? So, das ist das, was ich gerade eingezeichnet habe im Live-Chart. Das ist jetzt entsprechend halt der Knick. Oh, kriege ich hier gar nicht so klein skaliert, dass man überhaupt noch 7-Minuten-Chart. So, ist auch hier der R2, von daher macht das jetzt schon Sinn, dass wir hier auch nochmal irgendwie kurz runter gucken. Hier nochmal vielleicht auch der VA aufsetzen, also Value Area High an der Stelle, dass sich jetzt hier auch ganz gut deckt mit der 906, ne, an der Stelle. Das wäre halt nochmal irgendwie so ein kleiner Dip da rein. Wäre möglich. So, was ich hier natürlich hätte mal machen können, das wäre halt mal das High noch genau einzeichnen. Das kann ich aber noch nachholen. Dass man wirklich mal hier auch die Spitze noch genau, die Spitze genau sieht. So, das ist natürlich jetzt nicht in dem Sinne, wie ich es sonst mache, halt jetzt hier als Legende zu verstehen. Das heißt also, hat mit dem Stundenschluss nichts zu tun, sondern ist jetzt wirklich hier nur temporär. Das werde ich auch nachher wieder löschen, nur um mal zu sehen, wo jetzt hier halt hier wirklich die Highs halt liegen. Mit den geraden Linien kriege ich halt irgendwie nicht gebacken, wie ich sehe. So, da ist er noch. So, ein bisschen genauer. Also, dann gehen wir mal zurück. Hier mal kurz manuell aktualisieren. Noch nicht da. Dauert wohl noch einen Moment. Und wo waren wir? Bei 962. Alright, so, das wäre dann hier oben. Da wäre halt hier das High 962, ganz genau. Hier war das, was ich gerade eingezeichnet habe, ne? Die 944, das war einfach nur die Eröffnung. Und da darf jetzt auch ein bisschen Korrektur in die M15 halt erfolgen. Und dann wäre halt, wenn die Bewegung dann so fortgesetzt wird, natürlich der nächste Punkt hier oben, dass der Markt halt versucht, dann da halt auch entsprechend durchzukommen. So, das wäre jetzt halt einfach nur das plausible Nächste, was da jetzt passieren sollte, weil ich meine, steigt ja auch nicht aus Spaß, sondern es geht ja immer darum, irgendwelche genau, Mitternacht, Gulasch und Bier. Ja, Bier dann so gut ist, ich weiß es nicht, ne? Wenn es zu viel davon ist.
kann es natürlich auch irgendwie ein teures Besäufnis werden. Ne? Also, wer hat das gerade geschrieben mit dem Bier? Der Manuel, genau. Mann hat gerade geschrieben, also Mitternacht, Gulasch und Bier. Genau, moin. Ach, der Heiko, guck. Ich würde ja mal fast vermuten, dass der Heiko ähnliche Szenarien hat wie ich heute. Also jetzt zumindest mal von der Betrachtung, wie ich sie gerade vorhin gezeigt habe. So, dann tausend, also hier zu den, ich mache das schon gleich nochmal, ne? Hier mit der größeren Betrachtung, weil ich glaube, es ist jetzt auch nicht so unwichtig heute. Achso, was wir hier jetzt übrigens ja auch gerade sehen, deswegen finde ich es halt auch immer ganz wichtig, auch den Daily, da sieht man gerade nichts, weil da ist nämlich mein komischer Kopf davor. Da sieht man halt auch im Daily hier unten, ja, dass wir halt genau da oben dran sind an der Eröffnung von der Abwärtsbewegung. Und entsprechend, das passt auch gerade natürlich wunderbar dazu. Trotzdem traue ich mich irgendwie nicht so richtig hier irgendwie auf den Knopf zu drücken für Short. Ich weiß es nicht. Irgendwie, also was mit dem Orderbuch hier los ist, mit dem Rätsel. Hängt da mitten im Bild drin. Auch spannend. Auch spannend. Naja. So, mal gucken, das kann man mal irgendwie eine Nummer größer machen. Da sieht man zumindest mal ein paar Zahlen. Also ach, dünn, ne? Auf den ersten Blick sieht man das schon. Also auch wenn es jetzt hier gerade leider völlig verzerrt ist, keine Ahnung, warum das so aussieht, sieht man halt, dass da halt einfach echt dünn ist. Schon auf den allerersten Blick. Und klar, wenn natürlich so ein dünnes Ding nach oben gekauft wird, dann ist da halt nicht wirklich davon zu erwarten, dass das dann auch hält. Sondern ganz im Gegenteil. Und ihr wisst, wie es ist. Bevor es runtergeht, geht es immer erstmal quälend nach oben. Ja, das ist nämlich jetzt hier gerade genau das Problem. Weil es halt so dünn ist, geht es dann natürlich ganz einfach durch jeden einzelnen Punkt hier. Ich meine, wenn wir jetzt halt zumindest mal irgendwie so ein kleinen Squeeze nach oben kriegen würden, da hätte ich da durchaus ein besseres Gefühl mit Short. Weil das ja dann halt eher auch heißt, so, es hat mal einer irgendwie gerade noch die letzte Position da reingedrückt und kommt halt nichts nach. Ne? So, das hier reicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist alles schon so ein bisschen strange. Kann ja auch irgendwie mal gucken. Parallel einfach mal hier aufmachen. Da sieht man ja dann auch so ein bisschen, was da halt los ist. Das ist halt schon so ein bisschen, naja, ne, hier teilweise ein Kontrakt hier. Gut, das ist natürlich jetzt nur das nächste Level, aber trotzdem, das ist ja echt bitter, oder Heiko? Wie siehst du das? Was da halt gedreht wird. Ich meine, hier wäre jetzt, das muss man natürlich jetzt auch sagen, hier wäre jetzt halt schon irgendwie ein Footprint, schon so ein bisschen hilfreicher, um dann halt wirklich zu sehen, ob das, was halt hier drin ist, auch tatsächlich nur das ist, was da halt auch gerade gedreht wird. Aber ich glaube nämlich tatsächlich ja, also dass da halt nicht irgendwie so wahnsinnig viel mehr gerade passiert. Also was wir jetzt halt hier sehen, so, ich würde folgendes, das ging jetzt ein bisschen schnell, sorry. Ich wollte gerade sagen, was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich typisch. Über so einem Level halt einen Außenstab hingestellt, der dann halt im nächsten Schritt dann wieder abverkauft wird. Also klassisches Hütchen, wenn man so will. Muss jetzt natürlich nur drunter halten. Und wenn nicht, dann kann man auch den leider wieder vergessen. So. Wenn wir so ein bisschen korrigieren dürfte die schon. Was ist das hier für eine komische Linie, die ich hier habe? Die finde ich irgendwie ziemlich spooky.
Ganz komische Sachen hier passieren hier bei mir. So, wie gesagt, da muss er jetzt dann halt runter, auch wenn der dann halt rausgehen sollte. Und dann fallen wir wahrscheinlich auch wieder zurück auf die VA. Also es das heißt die 906. Und dann wäre kleine Loser von vorhin auch wieder hier drin. So, gucken 32. Also ein bisschen was nachgeben darf der hier schon. Ne? Ich meine, wir sind hier halt auch einfach, was halt den Tag angeht. Ne? Was ich ja vorhin hier gezeigt habe, hier unten im Tageschart, da sind wir einfach oben an der Grenze. Also, da läuft es in der Regel ist nicht so einfach durch. Ich habe mir halt schon irgendwie gewünscht, dass wir da halt so ein bisschen Squeeze da oben hinkriegen und also nicht nur hier so ein bisschen Gefuddel. Dann fühlt sich das Ganze so ein bisschen sicherer an. Also hier haben wir jetzt drunter geschlossen. Ne? Eigentlich ist das an der Stelle schon ein Indiz dafür, dass wir halt da jetzt auch nochmal, dass da noch was nachkommt. Auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist. Also ich mache das halt hier so, ne? Kann man natürlich auch machen, dass man dann halt eben ein Teil-Stop-Loss, so ist es ja quasi hier, dann halt gemacht, ne? Gesetzt ist. Ne, falls jetzt irgendwie doch nicht hält, doch wieder hochläuft, dann ist erstmal nur wieder die Hälfte raus. Und dann kann man oben nochmal in Ruhe nachdenken, ob man das halt ganz macht oder nicht. Und so, wo haben wir denn die VA? Ah, das ist halt echt gruselig dünn alles hier. Das ist echt nicht gut. Also nicht, um hier dagegen zu halten. Irgendwie nicht so wirklich. Da müsste halt mal so ein bisschen mehr nachkommen. Ansonsten kann man das halt hier vergessen. Ja, das geht echt schon wieder los hier. Ne? Es hat schon wieder hier einen Kontrakt auf dem Level drauf und es kommt einfach nichts nach. Das ist irgendwie nicht so klasse. Vor allen Dingen, wenn der jetzt wieder drin endet, kann man das komplett vergessen. Dann geht der oben durch. Dann kriegen wir nämlich jetzt genau, komm, das macht gar keinen Sinn. Dann kriegen wir nämlich jetzt oben genau die Bewegung, die ich jetzt gerade gesagt habe, ein ordentlicher Squeeze da oben drüber, ja, weil er korrigiert nicht. So, das, trotzdem sage ich aber halt, das ist es mir jetzt an der Stelle wirklich auch wert, auch wenn es jetzt irgendwie leider zwei Loser in Folge trennt. Zwei Loser in Folge hier. Aber ich versuche halt wirklich, ne, hier das für heute dann eher für den ganzen Tag zu betrachten und nehme das dann halt lieber in Kauf. Auch wenn, wie gesagt, ich meine, das waren jetzt keine Riesenpositionen. Ne? Trotzdem geht es natürlich auch ums Prinzip. Man sieht aber halt hier jetzt schon langsam die Tendenz, dass es halt genau das ist. Ne? Guck dir mal das Buch an. Gut, jetzt haben wir hier mal einen fetten Kandidaten. Den kann man jetzt mal im Auge behalten. Da bin ich ja mal gespannt. Also, ob der wirklich gekauft wird. Falls ja, dann rast das Ding durch die Decke. Boah, ey, das Orderbuch hier macht mich irgendwie fertig heute, hier die Darstellung. So, das heißt, wir sind jetzt genau da dran. Aber die waren nicht echt. Die sind nicht gedreht worden, sonst hätte man das gesehen. Dann wäre hier zumindest der Punkt so. So ein bisschen dicker. Was ist das Kassa Gap Close? Wäre bei 12.050. Welches Kassa Gap Close? So, also das macht irgendwie alles wenig Sinn, habe ich so ein bisschen die Befürchtung heute Morgen. Wir sind auch jetzt hier seit dem Dip
mal schlappe 100 Punkte gestiegen auch. Das findet DAX natürlich echt eine Weltreise in 40 Minuten, vor allen Dingen, wenn es aufwärts gerichtet ist. Das ist nicht so wenig. So, gerade mal gucken nochmal. Also ich mache jetzt hier einen allerletzten da rein, weil wir jetzt hier so ein bisschen da oben drüber sind, über dem High, über der Tageskerze. So, guck mal noch hier bei. Na, da haben wir genau die 962, also die ich vorhin ja hier noch eingezeichnet habe, ist natürlich genau der Punkt dann halt erreicht, ne? Wo ich ja auch sagte, das wäre jetzt eigentlich der nächste logische Verlauf, dass er versucht, da oben das High rauszunehmen, hier bei der 962. Es kann natürlich sein, dass er das rausnimmt, ne? Und dass wir dann tatsächlich einfach am Stück da oben drüber laufen, ohne Volumen, und dann heute Abend hier alles in sich zusammenklappt. So. Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich in der ersten Stunde schon so anfangen soll und dann halt den Rest vom Tag so weitergehen möchte. Also, was war das hier? Dann hat, ich habe ja gerade gefragt, von der Linie hier, ich habe keine Ahnung, was, wo die gerade herkommt, ehrlich gesagt. Ne? So, 42. Rein. Wir werden sehen. Ist dein Bild, Dirk? Bitte was? Dein Bild? Ach so, mein Bild. Ach, ich bin doch gar nicht so wichtig. Bin aber wenn du mich vermisst, nee, ich habe das gerade freigemacht unten wegen der Tageskerze. Und deswegen, weil um die geht es ja hier gerade, weil wir hier im Daily ja halt auch sind. Und deswegen habe ich da mal unten kurz mal Platz gemacht. So, also, um jetzt hier überhaupt mal irgendwie da möglichst wieder ein Stück weit runterzukommen, wäre natürlich jetzt schon mal wichtig, dass wir halt den Punkt hier unten dann auch mal unterschreiten und jetzt eben nicht direkt da oben durchlaufen. Gucken, ob ich diesmal verschont werde. Aber es ist auf jeden Fall kein Punkt, an dem man hier long geht. Ne? Das ist, gibt so irgendwie gar keinen Sinn. Aber hält sich halt natürlich echt schon recht tapfer an den Punkten. Und ich habe mal kurz irgendwie meinen anderen Schirm, den ihr nicht sehen könnt, nochmal auspacken. Gucken, was der noch dazu zu sagen hat. Ja, eine Dow kennt natürlich gerade überhaupt gar kein Halten mehr nach oben. Der macht es natürlich auch nicht gerade leichter. Das ist halt echt auch immer so ein Ding, wo man sich manchmal fragt, warum handeln wir überhaupt den DAX? Selbst, also in den letzten Tagen war das so oft so heftig, wo einfach nur wirklich der DAX dem Dow hinterher gekrabbelt ist und überhaupt gar kein Eigenleben mehr hatte. Also das war echt schon so ein bisschen arg, was da halt teilweise gelaufen ist. So, also jetzt kommen wir zumindest mal halt hier wieder in die Richtung von diesem Tief. Gucken, ob es was bringt. Oder ob nicht schon wieder gleich die nächste dann halt hinterherkommt. 15 Minuten sehen wir hier oben. Na, ich kann das hier oben, ich weiß gar nicht, warum das hier nicht eingezeichnet ist, aber die 6,2. Das war die Geschichte hier. Ja, schon sehr genau natürlich, ne? 6. Ja. Genau. Also, ne, nur nochmal zum Verständnis, falls jetzt irgendwie jemand später zukommt, wir sind hier einfach am Beginn der Abwärtsbewegung im Daily. In der Regel wird sowas nicht einfach überlaufen. Und deswegen ist halt hier oben jetzt auch ein letztes Mal
Short erstmal erlaubt, aber wir haben heute einen ziemlich abgefahrenen Markt, bei dem muss man mit allem rechnen, deswegen bin ich da halt mit meinen Positionsgrößen sehr, sehr, sehr zurückhaltend heute auch. Und habe eigentlich schon eher vor, heute Abend zu shorten, als jetzt heute Morgen. Also was jetzt irgendwie größere Geschichten halt angeht, ne? Also das ist natürlich schon, aber macht Sinn, ne? Also trotzdem halte ich es halt hier für legitim, an der Stelle das ein letztes Mal zu versuchen. Und danach sollte ich allerdings wirklich mal dann hier auch mal irgendwie einen Break einlegen, da mal sagen, gut, dann lass den erstmal, wie man so schön sagt, sich nach oben auskotzen. Und dann sehen wir weiter. So, ich bin ja schon wieder hier in Versuchung, es zu sagen, ey, komm, bringt sowieso nichts heute. Ich mach mal hier. So, Daily ist verstanden, denke ich mal. Kann mein verzweifeltes Gesicht da unten nochmal bewundern. So, das Problem ist halt hier echt der DAO, ne? Der DAX ist eigentlich fertig. Das ist, auch wenn das, ja klar. Der DAX ist eigentlich fertig. So, der müsste jetzt hier nicht unbedingt da nochmal eins draufsetzen. Wird aber jetzt wahrscheinlich. Wäre auch nicht ungewöhnlich, weil der DAO irgendwie noch 3, 4 Punkte braucht. Und ich habe so den Eindruck, daher kommen manchmal so diese Unnötigkeiten, dass halt irgendwie ein kleines neues Hoch gemacht wird und dann geht es doch wieder runter. Das ist ja echt so fast schon der Klassiker im DAX. Ich hätte es mir halt nur gewünscht, dass es halt irgendwie früher kommt und man dann halt entsprechend direkt in die kleine Schweinerei da reinschorten kann, statt jetzt hier so langsam. Aber es ist halt also wieder kein Wunschkonzert. Aber das sieht man wirklich so oft. Das ist das kleine. Dass die Stockfischereien, die man halt einfach im DAX ultra oft hat, was ihn auch teilweise wirklich schwer macht, zu handeln. Nicht immer, manchmal bleibt man verschont. Meistens hängt es wirklich dann halt mit der Korrelation, also nach meiner Beobachtung zumindest, mit dem DAO halt zusammen. Und dem fehlt noch ein ordentlicher Schub nach oben. Und dann sollte der erstmal zurücksetzen. Und es kann halt sein, dass der DAX genau das jetzt mitmacht. Und dann hier entsprechend die Nummer kaputt macht. So, schieb es ein bisschen hoch, damit man da unten noch was sieht. Ich hoffe, man kann es erkennen, trotz allem. Ja, weil das ist auf jeden Fall, es ist nicht falsch. Also das steht fest. Ja, es ist überhaupt nicht falsch, das so zu machen. Das heißt nur gerade irgendwie nicht, dass der DAX da jetzt auch genauso mitspielt, wie er mitspielen soll. Ich werde gleich mal zeigen, wieso. Ich will das hier nur kurz mal im Auge noch behalten. Ja, das ist, kommt nämlich genau das Ding. Was einfach nur unnötig ist. So, dazu gehe ich mal kurz rüber. Ich glaube, ich habe noch nie 3 Loser hintereinander in einem Webinar geschafft, ne? Im Livestream habe ich es mal hingekriegt, aber dann halt auch nur als Vorbereitung auf einen größeren Short und habe das auch relativ schnell wieder eingefahren. Aber das hier ist halt, ja. Deswegen habe ich auch im Blog eigentlich schon geschrieben, Fokus liegt eigentlich mehr auf dem DAO und das macht auch, wie ich gerade sehe, Sinn. Ich gehe mal hier kurz rüber nochmal auf das Bild hier, ne? Weil der läuft einfach hier nach oben. So, das ist gerade auch so ein bisschen der Grund, fürchte ich, ne? Dass der halt einfach hier mitten in der Bewegung drin ist und die eigentlich erst bei 311 endet. Das heißt, der hat nochmal irgendwie die Chance, jetzt hier nochmal irgendwie 70, 80 Punkte draufzusetzen. Und das zieht den Kollegen hier natürlich jetzt wieder einfach nur mit. Ne? Weil normalerweise, und der DAO macht es ja halt auch in der Regel,
Normalerweise gibt sowas dann halt so ein bisschen Rücksetzer und dann geht es dann halt weiter. Und dann hätte man halt hier unten nochmal irgendwo long reingekonnt und dann halt irgendwie ganz entspannt da halt zugucken, wie die Kiste dann halt eben nach oben steigt. Ja, so, aber was jetzt wahrscheinlich dann passieren wird, das ist nämlich genau die Geschichte hier. So, dass wir jetzt hier drüber laufen und danach halt doch wieder runter und die ganze Nummer dann halt nachholen. Und das sind so diese typischen Phishing-Aktionen. Und wenn wir jetzt mal halt aber trotzdem habe ich da jetzt keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt, auf den DAX, dann hänge ich mich lieber an den DAU und schnapp mir den dann lieber nach hier oben bei der 311, statt jetzt hier in dem DAX darum weiter zu hantieren. Das Volumen ist definitiv halt wirklich zu schlapp. Das ist irgendwie total ein bisschen sinnlos in der Form zu handeln. So, ich gehe mal nochmal gerade zurück. Oh, das ist schon ein bisschen abgefahren. Also halt hier mit irgendwie, wie viel waren das jetzt? 15 Punkten Korrektur, wird dann das Hoch von der Tageskerze, vor allen Dingen von so einer Tageskerze, mal eben überlaufen. Das sieht arg danach aus, dass hier wirklich für heute Abend ordentlich was vorbereitet wird. Das bestärkt mich eigentlich tatsächlich dann eher nur in dem und wo ich dann halt auch entsprechend bereit wäre, ein bisschen größeres Risiko, dann da oben halt auch einzugehen, weil das natürlich schon so ein bisschen jetzt ja, für mich halt schon recht klare. Ich habe jetzt mehrere klare Indizien jetzt einfach mittlerweile. Also einmal ist es halt die Geschichte, dass wir eine Tageskerze wie das Ding hier, ja. Weil wir haben letzte Woche die röteste Woche seit dem Frühjahr gehabt. Hier vor allen Dingen halt das Finale von der Woche wird dann halt hier mal eben, als wäre da nichts. Ja, so wird dann halt mal durchgekauft mit hier in dem Bereich zumindest extrem überschaubarem Volumen generell. Und also das ist halt mal die eine Geschichte. Vor allen Dingen, wenn das jetzt halt auch noch so hält. Ne? Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt. Wenn wir da einfach hochkrabbeln, wird es nichts werden. Das ist halt das eine. Das zweite ist, was wir jetzt halt hier haben, die Nummer hier. Moment, gehen wir auf die Stunde. Ja, da ist der EMA, ich weiß. Das macht aber nichts. Was wollte ich jetzt hier machen? Wo ist denn mein Pfeil? So. Das zweite ist, dass wir hier, da, diese Anschlussstelle, wenn wir sie mal so, dass die halt fehlt, dass wir kurz von dem Punkt, wo gestern halt, oder wo halt einfach schon jahrelang irgendwie das meiste Volumen war, dass wir da kurz davor gedreht haben. Das ist halt so das zweite Indiz, was sich da halt jetzt bietet. Und final wäre das Ganze wirklich, wenn wir es hier jetzt einfach durchlaufen, dann ist die Sache für mich eigentlich relativ safe, dass das nicht funktionieren wird. Aber gut, hilft jetzt hier im Live-Trading-Webinar leider nichts. Trotzdem ist es überschaubar hier mit irgendwie 58 Euro minus. Ist natürlich jetzt kein Beinbruch. Aber so what? No. Das ist halt ein Squeeze-Markt. Eindeutig. Also klarer geht es eigentlich nicht mehr. Gut, da kann man natürlich jetzt irgendwie gucken, dass man kann halt natürlich versuchen, da irgendwie halt einfach long reinzugehen. No. Die Möglichkeit gibt es ja auch, einfach zu sagen, gut, ich gehe mit kleinen Positionen, kauf einfach irgendwo mitten wo rein und mach halt irgendwie einen größeren Stop. Also ganz doof ist das nicht, das so zu machen, weil hier sinnlos weiter, noch weiter Short dagegen zu halten, ist, glaube ich, wirklich nicht anzuraten. Und von daher, weil es, solange das so aussieht, muss man sich, glaube ich, irgendwie wenig Sorgen machen, dass man da zu früh wieder rausfliegt, weil normal ist dieser Markt auf keinen Fall. Das haben wir zumindest schon mal hier heute Morgen gelernt. Und von daher,
darf man auch mal ein bisschen um die Ecke denken heute und auch mal irgendwie anders agieren. So, gut. Also, ich kriege jetzt hier nichts mehr gerissen. Wie gesagt, hier immer würde ich mich mal gar nicht stören. Ich meine, gut, wir haben hier die 12.000. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, ne? Das ist natürlich wieder Psychoalarm angesagt an den Tausendermarken im DAX. Das ist ja immer so das Schlimmste ever. Von daher ist es natürlich, das passt natürlich jetzt dann hier halt auch zu dem EMA trotzdem. Also, aber irgendwie für Entscheidungen würde ich die nicht zu Rate ziehen, ehrlich gesagt. So, okay, ich gehe nochmal einmal zurück hier auf, beziehungsweise ich schnappe mir mal kurz den DAU. Da habe ich den Daily ja auf. So. Und gucken uns das hier auch mal an. So, also, was haben wir? 140, das hatte ich ja irgendwie letzte Woche hier schon genannt. Da sehen wir halt jetzt hier diese Reaktion und die ist halt auch entsprechend. Was halt jetzt hier das nächste, auch im Daily, der nächste Bereich ist, der bei mir hier eingezeichnet ist, geht halt eben entsprechend hoch bis knapp 27.600. Das deckt sich natürlich super mit der Stundenbetrachtung hier bei der 666. Auch natürlich eine miese Zahl. Ja, und vor allen Dingen haben wir halt hier dann auch entsprechend diese ja, Banane, Gurke, was auch immer da oben, wo der Markt sich dann halt schon recht deutlich dann auch nach unten gedrückt hat in einer Kurve. So, und das wäre dann halt entsprechend auch hier das Maximum von dieser Bewegung, was er halt ausreizen könnte. Und wäre natürlich ordentlich, aber gibt aber auf der anderen Seite erstmal keinen Grund, da oben ohne weiteres drüber zu laufen. So, und wenn man das jetzt nochmal auf den Daily dann halt auch bezieht, und was eigentlich noch ein bisschen auffälliger ist, ist der Weekly. Das sieht man halt auch. Also hier stecken wir noch in dieser letzten Abwärtsbewegung drin. Der DAX hat sie ja gerade schon, bin ich wieder im Bild? Nee. Der DAX hat sie ja gerade schon irgendwie mal ebenso überlaufen. So, dann hatte ich ja auch gesagt, 311 ergibt sich halt im Stundenchart und da sieht man halt auch hier, ne, das wäre dann einfach mal knapp drunter, unter dieser Geschichte hier. Und hier sieht man halt auch im Daily entsprechend hier die verschiedenen Supports. Das heißt, das ist ja der klassische Ansatz halt immer, Widerstand wird zu Support, Support wird zu Widerstand. Deckt sich hier halt auf. Wir laufen hier einfach in so ein Cluster rein und das heißt, das, was der DAX jetzt gerade nicht gemacht hat, wird der DAU nach aller Wahrscheinlichkeit tun. Wobei, ne, auch hier besteht die Gefahr, dass wir einfach nur schlapp nach oben gekauft werden bis heute Abend. Die Gefahr besteht. Und das geht dann natürlich auch nur dann, wenn sich entsprechend groß positionierende Händler zurückhalten, beziehungsweise wenn die halt jetzt nicht unbedingt auf der anderen Seite überhaupt aktiv werden, sondern hier einer oder vielleicht zwei dann ein Programm einfach durchfahren. Und wenn da halt nicht viel Kontrakte auf der anderen Seite liegen, wird es einfach nur nach oben drücken. Nur dann gelingt das. Aber momentan sieht es zumindest im DAX ja schon mal danach aus, dass wir genau dieses Programm halt kriegen. Und in der Regel läuft das Ganze ja halt dann auch parallel. Von daher wäre das jetzt ohnehin nicht weiter verwunderlich. Und außerdem finde ich, sollte sowieso das Augenmerk auf dem DAU liegen. So, und dann haben wir halt hier nochmal ganz kurz, um auf den Daily zurückzukommen. Ich gehe auch gleich mal tatsächlich auf den Weekly. Ne, also hier so ein Übertritt bis da rein ist völlig okay bei so einem Bild. So, das heißt, wenn wir jetzt hier die Tageskerze, die übrigens auch noch gar keine oder kaum hier unten korrigiert hat, nicht mal auf dem alten Hoch aufgesetzt hat, was auch nicht typisch ist, wäre es halt durchaus plausibel, wenn wir hier an dem Punkt starten, bis da oben hinlaufen, dann halt nachher entsprechend wieder mit einem langen Doch da oben, dann halt auch hier drunter wieder enden und dann halt in dem Bereich dann halt irgendwo auch stranden. So, das wären dann halt mal irgendwie, ja, 800 Punkte rückwärts in einer Bewegung. Kann gut sein, ne? Und vor allen Dingen wäre das sogar noch höchstwahrscheinlich vor Bekanntgabe, der ersten Ergebnisse, die ja um 1 Uhr unserer Zeit, glaube ich, etwa kommen sollten.
Sogar das würde dann halt noch passen. Und auch dann könnte es immer noch sein, mal angenommen, wir kriegen so eine Bewegung, dass wir da oben hinlaufen, dann halt hier unten irgendwo nochmal unter oder beziehungsweise knapp bei der 27 da halt irgendwo dann halt landen. Kann es immer noch sein, dass es nochmal da hoch geht, entsprechend dann halt mit der Bekanntgabe und dann halt entsprechend nach unten beantwortet wird. Das heißt, ich rechne schon damit, dass wir heftigst Volatilität da halt kriegen. Und bin da so ein bisschen drauf eingestellt. Also ich bin da gerade schon gefragt, so wann erfährt, wann ich heute Nacht online bin. Das hängt so ein bisschen davon ab, weil ich wollte dafür eigentlich halt auch ein separates Konto halt auch noch bereitstellen und das auch ein bisschen anders kapitalisieren, aber da hapert es gerade so ein bisschen an so ein paar organisatorischen Dingen. Und das muss ich mal angucken, ob das halt funktioniert. Wenn das klappt, also ich werde es auf jeden Fall in der Gruppe ja dann halt auch bekannt geben. Und wenn ich das machen sollte, ich überlege mir das natürlich gut, weil das kann natürlich schon so ein bisschen stressig werden und natürlich halt auch teuer, ne? Und dann ist es nicht mit 50 Euro wie jetzt hier getan, sondern dann halt schon ein bisschen mehr. Und aber trotzdem, wie gesagt, wenn sich alles darstellt, wenn ich dann sage, okay, ich habe ein gutes Gefühl dabei, werde ich das machen. Und dann irgendwann spätestens im Laufe des Abends dann halt irgendwo posten. So, ich gehe nochmal ganz kurz. Also DAO ist, denke ich mal, soweit klar. Dann gehen wir nochmal kurz zurück hier auf den Kollegen DAX. Im Daily. So, da war jetzt gerade noch die Frage, was ist mit der 200 und irgendwas? Die sehen wir hier gar nicht, ne? Und 11.221. So, da haben wir ja eigentlich ein ähnliches Spiel. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach darunter, weil wir hier einfach so ein massives Cluster jetzt halt auch haben. Und da durchkommen ist ja in der Regel dann halt nicht so ohne. So, aber generell hatte ich aber auch da gesagt, wenn wir da hinlaufen, wenn wir da auch zu knapp davor gedreht haben, werden wir da wahrscheinlich auch durchfallen. Im Daily spricht da halt einfach alles dafür, ne? Klar. Also ich meine, Ausnahmen bestätigen Regel, aber um das Bild hier nach Long umzudrehen, das sieht man ja, glaube ich, auch irgendwie relativ einfach selbst, was da passieren müsste. Da müssten wir wirklich halt bis da oben rauslaufen. Ne? Also hier über die 13.500 irgendwas, um das halt vernünftig umzudrehen. Und ich meine, klar haben wir hier unten jetzt gerade so ein paar Tendenzen. Wir haben hier auf dem Gap aufgesetzt, aber das wurde auch jetzt nur mal angekratzt, ne? Dieses Gap, was wir da halt haben. Das war das in der zweiten Bewegung von dem Crash, den wir halt früher hatten, Riesenloch hier gerissen. Und das ist gerade mal an der Oberfläche angekratzt worden. Also spricht da irgendwie relativ wenig dagegen, dass wir das auch mal auf der Unterseite sehen, womit wir dann aber halt entsprechend wieder bei 10.350 dann halt auch etwa wären. Das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig, ne? Aber wäre eigentlich aber auch auf der anderen Seite nur die logische Fortsetzung von dem, was wir halt hier gesehen haben, nämlich hier oben, wenn man es mal als Formation beschreiben will, hier oben eine Flagge in dem Bereich, eine bärische. Einmal hier an das Corona-Gap angedotzt, ja, wenn man es mal rein horizontal betrachtet, passt aber super dazu. Einmal da oben kurz angedotzt und ansonsten fallen wir hier eigentlich gerade wieder raus, stehen wieder hier im zweiten Gap, da mal kurz gebremst und mehr ist es halt eigentlich nicht. Ne? Und da ist halt, das ist nicht long, wir haben keine neuen Hochs, sondern es ist tatsächlich einfach nur, das mal ganz grob betrachtet, von da bis da das letzte Hoch, zack, darunter. Der Punkt gebrochen, hier korrektiv an das Gap und da stehen wir jetzt gleich schon wieder an dem eigentlichen Bruchpunkt, nämlich beziehungsweise das war das hier, die 11.840, da waren wir schon drunter und wenn das vom Trend her so fortgesetzt wird, dann gute Nacht. Also da ist das, also der Punkt hier, die 10.350, wäre dann noch nicht mal tragisch. Aber wenn das halt so kommt, wie ich so ein bisschen befürchte, und der Markt entsprechend reagieren würde, wenn Trump halt, also
nicht gewinnt und entsprechend die Hoffnung, die da eingepreist war, wieder ausgepreist wurde von den 4 Jahren und dann stehen wir halt auch wieder unter 8. Das wäre möglich. Gut, so, okay, also Live-Trading, Satz mit X, nicht gut gemacht. Auf der anderen Seite stimmt so auch nicht ganz. Ich habe es mit Vorsicht, ich bin sehr vorsichtig angegangen und habe da jetzt nicht irgendwie großartig dran festgehalten und auch immer wieder eigentlich auf den Knopf gedrückt, bevor überhaupt die Position rausfliegen konnte und ohnehin halt auch, wie gesagt, nur mit überschaubarer Size. Aber ich glaube, es ist ja auch so, dass man ja nicht immer zwangsweise irgendwie, ist natürlich schön, ne, wenn alles halt irgendwie mal ein Plus aufgeht. Aber solange man halt irgendwie, gerade wenn man halt mit einem großen Konto halt als Beispiel unterwegs ist, ist ja halt auch wichtig, irgendwie mal ein Gefühl für den Markt zu kriegen und da halt auch mit gewisser Vorsicht daran zu gehen, wenn man schon so den Verdacht hat, weiß nicht. Und zumindest das habe ich ja hier dann auch gemacht, ne? Und da halt etwas zurückhalten. Ich beäuge hier gerade schon wieder, was er da jetzt schon wieder treibt. Und ob sich das jetzt wirklich so hält oder nicht. Aber gut, die Stunde ist um. Also, und ich hoffe, das war verständlich, was ich hier gemacht habe. Ich gucke mal hier gerade noch die Fragen durch, ob da noch irgendwas ist. Ja, zu meiner Frisur. Von der falschen Stelle so. Ich habe es diesmal geschafft, ja, am letzten Tag vor dem Lockdown mal zum Friseur zu gehen. Und das letzte Mal habe ich nämlich den an den Tagen Termin, wo der erste Tag des Lockdowns war. Aber gut, die Friseure haben jetzt diesmal eh auf. Und das war dann halt auch die Zeit, wo ich hier mit einer Baseball-Cappy irgendwann mal sitzen musste, weil es nicht mehr zu ertragen war. Man kann den Vergleich mal machen. Einfach die Aufzeichnung. Besser nicht. Besser nicht. Ja, gut. Also, ne, ich frage auch gerade schon unter 8000 DAX. Ja, pff, wenn der Trend fortgesetzt wird, wie gesagt, das ist ja alles immer ein ganz großes Wenn. Ne? Ich stelle mich ja jetzt hier nicht hin und sage, wie so ein Prophet, ja, der DAX wird auf 7000 irgendwas fallen. Das ist ja Quatsch. Ich sage ja halt nur ein Wenn. Ne? Und ich finde diese Überlegung, um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, diese Überlegung, dass nämlich halt unter Trump der Markt performt hat wie noch unter keinem anderen Präsidenten und wir hier über 60% vorne lagen und immer noch bei irgendwie über 50% sind. Das ist ja auch ein Stück weit Hoffnung, die ja zumindest die Marktteilnehmer da halt darauf gesetzt haben. Ob der jetzt ein guter Präsident ist oder ein schlechter, spielt hier überhaupt gar nicht rein. Ist auch meine Meinung, spielt da auch überhaupt kein Stück rein. Und sondern es geht nur darum, dass das halt natürlich sein könnte, dass es genau das der Grund war und dass genau diese Hoffnung zurückgeschraubt wird wieder. Das halte ich nicht für unplausibel. Und wenn das passiert, und dann sehen wir den Dow bei 18.000, und wenn wir den Dow bei 18.000 sehen, dann sehen wir den DAX auch garantiert. Garantiert unter 8.000. Wenn. Ne? Also nicht, muss so kommen, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich meine, auch fundamental kann man ja auch sagen, irgendwie so, das ist ja alles nicht gerade irgendwie klasse, was da abgeht. Ne? Die ganzen Insolvenzen, die da halt auch irgendwie kommen werden, zwangsweise dann im nächsten Jahr, auch nicht von der Hand zu weisen. Und von daher ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Arbeitslose und so weiter und so fort. Unabhängig von der Trump. Das sind alles Dinge, die würden da hineinspielen. Und deswegen sollte man da, glaube ich, so ein bisschen zweimal hingucken, bevor man da halt irgendwie dann auch sagt, ja gut, buy and hold, kann sein, dass es auch mal irgendwie ein paar Jahre länger dauert, ne, bis man da wieder da ist, wo man halt war. Also jetzt rein mal aus Anlegersicht, das hatte mit dem Daytrading ist nichts zu tun, aber rein aus Anlegersicht, Statistiken, ne, so was halt irgendwie Performance unter verschiedenen Parteien dann eben angeht, über die Jahre betrachtet, ist immer ganz schön. Wenn man 30 ist und irgendwie sagt, naja gut, ich mache das für meine Rente, kein Thema, muss mir darüber keine Gedanken machen. Ne? Aber das sind die meisten von uns nicht. Und deswegen sollte man das schon, glaube ich, mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. So, also ganz viel Theorie heute. Und aber, glaube ich, ja auch mal ganz angebracht. Und hilft ja auch vielleicht dem einen oder anderen halt auch so ein bisschen, das für sich irgendwie zu bewerten.
Gut, so, dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön fürs Dabeisein. Sorry für die drei Loser. Darf auch sein. Wird auch wieder anders. Und ich sage mal, ja, bis, keine Ahnung, vielleicht bis später. Wie gesagt, ich werde es bekannt geben und machen wir jetzt hier erstmal trotzdem einen Cut. Also danke auch an dich, Nelson. Du da hast natürlich das letzte Wort für heute und Ja, darfst übernehmen. vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar heute, für deine Einblicke. Umso spannender wird das NFP-Webinar am Freitag. Mal gucken, wo wir dann sind. Oh je. Und ansonsten wünsche ich natürlich auch dir viel Erfolg heute Abend, heute Nacht und natürlich auch an allen Teilnehmer. Passen ja auf ihre Positionen auf. Vielen Dank für die Teilnahme. War ja super Besuch heute und Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch Freitag mit dabei sind. Und dann bin ich echt gespannt, wo der DAX dann steht. Bis dahin, wie gesagt, viel Erfolg und ja, bleiben Sie gesund. Bis Freitag. Ciao, ciao.